herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe euch heute den zweiten Teil mitgebracht von den Signaturen, die wir in unserer Junk Journal Crew austauschen. Und zwar bekommt jeder von uns, von den anderen 6 Mädels, jeweils eine Signatur. Und das Ganze kann sich dann jeder zu einem großen Journal zusammenbinden. Ja, heute habe ich die Signatur von Ingrid hier in der Hand. Beziehungsweise für Ingrid, besser gesagt. Die habe ich gemacht. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Und auch für Likes, Kommentare und Co. habt ihr auf jeden Fall noch Zeit und hoffentlich auch Muße. Ja, die liebe Ingrid hat sich von mir auch ein Botanik- oder ein Natur-Journal gewünscht. Mag Vintage, mag es Grungy und mag Salbeigrün. Jo, ich sag jetzt mal auch, weil die Signatur für Jess, die habe ich auch schon gedreht. Und mit Grün hatte ich bisher so meine Probleme, mal abgesehen von Naturseiten. Habe ich es nicht so mit Grün. Also ich liebe Natur und ich liebe Blätter und Co. Nur jetzt einfach so grüne Deko, grüne Stempelfarbe und so weiter und so fort. Da hatte ich es jetzt nicht so mit. Habe mich jetzt aber drauf eingelassen und hatte mega Spaß. Ich hatte echt mega Spaß mit dieser Signatur. So, fangen wir jetzt einfach mal von vorne an hier. Das Herzchen ist ganz schön dick geworden für einfach nur eine Lage Papier, also eine Lage für ein Journal, wo noch mehr Lagen reinkommen. Das heißt, es kann gut sein und ich kann das auch sehr gut oder könnte es sehr gut verstehen, wenn Ingrid sich jetzt hier irgendwie von ein paar Sachen entledigen mag, weil ist halt zu dick. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich für meinen Teil habe mir ja schon ein ziemlich großes Buchcover zur Seite gelegt für meine Signaturen. Ich bin mal gespannt, ob es reicht. So, ich habe ein kleines Dingeldangel-Lesezeichen gemacht. Und ihr werdet jetzt einfach wieder ein paar Elemente finden, die ich für alle Mädels mal ähnlich gemacht habe. Natürlich im jeweiligen Style des Journals. Aber jeder kriegt hier von mir so ein kleines süßes Lesezeichen. So, jetzt hat sich hier noch so ein Pferd verabschiedet, der darf auch gehen. Ein paar kleine Charms dabei, ein bisschen Draht, ein bisschen grungy wild. Das ist das von Ingrid. Ich habe es relativ hell gehalten, also es ist nicht so düster, wie ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Hier haben wir noch einen grünen Schmetterling, der wollte auch unbedingt noch mit. Oh, ein zweites Lesezeichen. So, damit mir die Signatur hier nicht auseinanderfällt, habe ich der ganzen eine Hülle gegeben. Das war mir eine Gardine, die ich auf dem schwedischen Flohmarkt gefunden habe. Ich habe nämlich die Signaturen zum größten Teil in Schweden gemacht. Und dort habe ich die Flohmärkte unsicher gemacht und habe unter anderem hier diese, ja, mal, das war so eine kurze Gardine, die man sich so ins Küchenfenster hängt, in diesen wunderschönen grünen Farben mit Spitze gefunden und die so ein bisschen verranzt. Ja, hier mal eine persönliche Nachricht, die bis auf diesen süßen Elch hier, bis auf diesen süßen Elch geht euch diese Nachricht da drin gar nicht viel an. Aber der Inhalt des Journals ja schon. So, das ist nämlich so, dass ich hier einfach so einen Rücken zur Stabilisierung eingebaut und bestempelt habe. Und da kann man dann einfach diese Signatur reinlegen. Ja, wir fangen an mit schwedischen Naturbeobachtungen. Hier ein bisschen über Bienen und natürlich habe ich auch hier, genauso wie bei der Signatur von Jessie, Edith Holden ein bisschen ausgeschlachtet. Ging ja nicht anders, weil wenn Natur und Vintage und überhaupt das, also ohne Edith Holden geht das nicht. Oder verratet mir einen Trick, ich, nee, ohne mich. Ja, auch hier habe ich immer so ein paar Gedichte von Edith Holden genommen und auch schöne Bilder. Dann haben wir hier einen Schweizer Botaniker aus einem schwedischen Biologiebuch. Einen richtig schönen verranzten schwedischen Kalender. Der ist so richtig schön benutzt und getüdelt. Ich hoffe, Ingrid, du kannst damit was anfangen. Und ja, auch immer überall habe ich kleine Gedichte mit reingepackt, weil ich finde diese Texte und die Gedichte von Edith Holden einfach so schön. Und ja, Teppenwald darf nicht fehlen. Und hier ein bisschen Eigenwerbung. Ein kleines Nabu-Heftchen zum Thema Gartenvögel. Und dann habe ich hier diverse Papiere zusammengesucht. Und ich habe mir da wirklich so das zurechtgelegt, dass ich immer ja, einzelne Haufen gemacht habe. Zu wem gehört denn welche Farbe, welche Art von Blatt, welches Material, was ich gefunden habe. Und die sind dann so Stück für Stück
gewachsen und gediehen. Und ja, unter anderem sind dann hier einige Grüntöne und natürlich auch ein paar andere Farben hier in Ingrids Signatur gelandet. So, genau. Hier auch wieder ein kleines Gedicht, ein paar Sticker, die man noch selber verkleben kann. Und hier ist auch noch ein bisschen was Kleines zur Überraschung mit drin. Ich habe erst überlegt, ob ich hier noch einen Magnet mit reinsetze und dachte, eigentlich klappt das hier so ganz gut um. Und ich habe halt hier diese Streifen eingesetzt, dass es halt wirklich auch hält. Und noch ein paar Pockets eingebaut. Hier dann hoch. Einen kleinen Kaskadenblock in Bundle Sage. Man, lass uns das auf der Zunge zergehen. Ich habe grüne Stempelfarbe gekauft und liebe sie. Ja, mittlerweile liebe ich sie. Ja, schwedische Briefmarken und ein bisschen weiteres Edith Holden. Und diese schönen Pilze, ich konnte nicht dran vorbeigehen, das geht einfach nicht. Na, hier habe ich schon ganz früh dieses Kärtchen gefunden, dachte so, das könnte ein Grün sein, was hier irgendwie noch mit reingeht. Das ist ein bisschen, geht ein bisschen in die Mint-Richtung. Das hier ist verstellbar oder verschiebbar. Kleines Slider-Element. Ja. Genau. Trotzdem mit dem Bundle Sage Distress sieht die Karte cool aus. Mir gefällt sie. Ein bisschen Gedicht, was zum Klappen. Über die Eibe. Ein paar Vögelchen, natürlich wie immer. Pilze, abgeranzte Ecken. Herrlich. Ja, und ich habe ganz, ganz viele wirklich alte schwedische Bücher und ja, Biologie-Sachen gefunden. Teilweise Bilderbücher, Sachbücher. Furchtbar altes Gedöns. Und da habe ich mich so drin verloren und hatte so einen Spaß. Ja, und liebe Inge, du musst ja darunter leiden. So ist das hier. Ich habe Platz gelassen zum Schreiben oder zum Weitergestalten. Vielleicht findest du genau die Elemente, die in diese Lücken, die ich gelassen habe, dann reinpassen. Genau, hier und da einfach ein Sunflower-Set, ein bisschen was raus. Ich finde, das ist so eine leichte Fröhlichkeit, die hier damit einzieht. Ich hoffe, du kannst mit ein bisschen leichter Fröhlichkeit umgehen. Ja, und so habe ich immer hier und da immer noch die Deko erweitert, weil dann war es mir fast ein bisschen voll und dann habe ich doch noch was richtig Tolles gefunden. Und das musste dann einfach noch mit rein. Genau, die kleinen Spazis. Ja, und einfach auch mal hier so einfach sowas zum Schreiben. Natur-Tab. Einfach auch mal eine ganz lose Seite, die hier eingezogen ist. So, jetzt passt es auch richtig. Ja, das Ding ist, dass sie halt noch nicht eingebunden ist, die Signatur. Deswegen wackelt sie noch so ein bisschen in sich rum. Aber Ingrid, du wirst das beheben, ne? Ein bisschen. Ein paar Seiten aus dem schwedischen Biologiebuch. Kolibris. Und ein kleiner Stieglitz. Und ich finde diese Zeichnung einfach so grandios. Ich wünschte, ich könnte zeichnen wie die Edith Holden. Da hat man gemerkt, wirklich, was die für ein Herzblut einfach reingesteckt hat, diese Beobachtung einfach noch mit Bildern zu versehen. Gedichte zu finden. So, und jetzt habe ich hier eine schöne alte Karte aus Rüd. Rüd ist auch eine schwedische Stadt, wer sich da nicht auskennt. Also in Schweden ist diese Stadt schon recht groß. Hier wäre sie natürlich recht klein in Deutschland. Weil die Verhältnisse sind einfach so anders und was da als große Stadt gilt, ist hier gerade mal größeres Dorf. Ja, mega entspannt da. So, noch ein paar Sticker zum selber gestalten und hier haben wir wieder ein kleines Slider-Herzchen. Und wieder so ein bisschen grünlich angehauchtes Papier oder vintagig angehauchtes Papier. Wieso sind Teenager eigentlich immer so laut? Zwei Teenager sind lauter als einer. Das haben wir schon festgestellt. Na, hier mal ein schönes altes Foto von einem freundlich dreinguckenden jungen Mann. Kommt aus Växjö. Also jedenfalls der Fotograf. Der Typ selber aus Växjö kommt, keine Ahnung. Und hier haben wir, sind wir schon am Ende der Signatur. Ja, auch wieder eine kleine, süße Natursignatur. Mehr in Grün als die Signatur, die Jessie bekommen hat. Die hat ja mehr mehr noch in die Vintage-Richtung, mehr in die bräunliche Richtung. Und Ingrid hatte sich
Lieblingsfarbe Salbeigrün gewünscht. Ich hoffe, Ingrid, ich habe da ein bisschen was an Salbei irgendwie getroffen. Weil das hier ist ja so halb Salbei, ne? Aber irgendwie ist ein bisschen doch. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und ja, wir haben ja glücklicherweise auch schon gesprochen, dass ich es dir in den Urlaub schicke. Damit du es auch wirklich rechtzeitig bekommst, und zwar bevor dieses Video rauskommt. Das heißt, auch diese Signatur, die wird sich jetzt hier gleich auf die Reise machen. Und wird ja vielleicht sogar noch vor Ingrid an den Bestimmungsort ankommen. Aber mit Sicherheit wird dieses Video live geschaltet werden, nachdem Ingrid ihre Signatur in den Händen hält. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, ob ich deinen Geschmack getroffen habe oder ob du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hast du mich falsch verstanden? Auf jeden Fall, wie auch immer es ausgeht, es hat mir Spaß gemacht, sie zu basteln. Es hat richtig Spaß gemacht, die Sachen zusammenzusuchen, zusammenzustellen und hier ein bisschen mit Stoff rumzufetzen. Ich habe da wirklich richtig Laune bei gehabt. Ja, dann, meine Lieben, geht die zweite Signatur jetzt auf die Reise. Und ich glaube, die dritte wird dir auf dem Fuße folgen. Weil ich war nämlich ein bisschen fleißig im Urlaub. Hatte zwar kein Internet, aber meine Hände dabei. Und so schöne Schätze. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mich hier begleitet habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch mal Lust, eine Signatur zu tauschen. Im Großen und Ganzen bin ich für viele Schandtaten bereit. Nicht für alle, aber für viele. So, ich sage jetzt erstmal, bis demnächst in diesem Kino. We'll be right back.